Wer kommt jetzt auf den Stand? Weißt du, der österreichische Hof benötigt dringend einen neuen Koch. Wir haben doch einen Spitzenchefkoch. Ein Mörder kocht mörderisch gut, Seifenstein. Majestät, der bedauernswerte Mann ist gestern von uns gegangen. Herzverfettung. Na gut, dann schauen wir uns halt einen neuen an. Befehl, Majestät. Der deutsche Starkoch Steffen Hensler. Da merkt man den Profi. Pinguin immer kühl und trocken lagern, damit er frisch bleibt. Husch. Das versteht der unter Husch. Sie sind also ein Koch. Richtig. Aus Deutschland. Ja. Deswegen so schlank, nicht? Da. Also, ein deutscher Koch. Wo hat er das Kochen gelernt? In Österreich? Na, in Norddeutschland hat er es gelernt. Wirklich? Im Dorf, ja. Im Dorf? In welchem Dorf? Bargum heißt dieses Dorf. Bargum. Bargum ist ganz weit im Norden, Nordfriesland. Ja. Geteilt durch eine Bundesstraße, 300 Einwohner, aber zu damaligen Zeiten ein Sternerestaurant. Das ganze Dorf ein Sternerestaurant. Wurde ernährt von diesem Sternerestaurant. Das ganze Dorf hat zusammengeholfen. Ja, zusammengeholfen. Ja? Ja. Was ist da so gekocht worden? Lammhaxe, Tatar vom Lachs, lass mich lügen, kleiner Eintopf mit Garnelen, eine Topinambursuppe mit weißem Trüffel. Ja, Euer Majestät, sehe ich ja auch, ist dem Essen nicht abgeneigt. Ein Genuss, Mensch. Es kann von einem guten Menschen nicht genug geben. Ja. Wahre Worte. Aber er ist nicht einer von diesen peinlichen Köchen, die dann eine eigene Kochshow haben, oder? Er ist der peinlichste von allen. Bitte, noch einmal? Er ist der peinlichste von allen. Nein, er hat eine eigene Kochshow. Wirklich? Zwei sogar, ja. Nein! Ja! Zwei Kochshows? Es läuft. Deutsche Küche ist ja mehr was fürs Auge, gell? Haben wir da vielleicht ein Beispiel, Seifenschein? Ja, sehr wohl, Majestät. Hoffeldstelle, bitte. Wie heißt der Seifenstein? Currywurst, Majestät. Ja? Wieso heißt das Currywurst? Weil unter dem Gatsch könnte ja alles sein. Also ist es wahrscheinlich. Schicken Sie ein Forscherteam los, das sollte es anschauen, Seifenstein. Befehl, Majestät. Aber sowas serviert er nicht. Nein, sowas serviert er nicht. Nein. Hat er auch ein Lokal? Also nicht nur eine. Nein, er hat sogar zwei Lokale. Wirklich? In Hamburg, ja? In Hamburg. Zwei Lokale in einer Stadt? Zwei Restaurants kann die Stadt vertragen. Das ist okay. Vielleicht sogar drei? Na, es kommt jetzt eine Kochschule noch dazu. Und wenn Euer Majestät ist natürlich herzlich eingeladen. Nein, wir essen nur. Ah, okay. Wir können den Leuten beibringen, wie man isst. Das wäre auch ein spannender Kochkurs. Richtig essen. Ja. Richtig essen, ja. Wir waren einmal in einem Lokal in Hamburg. Da hat es so Sushi gegeben. Ja. Da waren wir inkognito dort. Da haben wir keinen Tisch gekriegt. Da haben die uns gleich gesagt, gehen Sie bitte. Oh, hat Euer Majestät nicht reserviert? Na. Na. Aber da, wie wir beide uns, oder ich Euer Majestät kennengelernt habe, na? Würde ich dafür garantieren, wenn Euer Majestät noch mal auftauchen, dass da was geht. Ja. Dass wir vielleicht nicht mehr behandelt werden wie ein Sterblicher. Nein. Wie es sich gebührt für einen echten Kaiser. Den. Ne? Den. Für einen echten Den. Ne? Für einen echten Den, ja. Das war ein Sushi-Restaurant. Kann er Sushi kochen? Ja, das hat er in Los Angeles gelernt. Wirklich? Ja. Ist es nicht wahnsinnig teuer, so einen Kurs zu machen in Los Angeles? Ja, absolut. Aber ich hatte das Glück, im Lotto gewonnen zu haben. Und deswegen konnte ich mir das leisten. Konnte er sich das leisten. Entschuldigung. Was tut?
Der hat im Lotto gewonnen, um eine Ausbildung zu machen. Rufen Sie die Heini Schossek an, das ist ein guter Input für... Alle Kinder sollen jetzt in der Volksschule schon Lotto spielen. Vielleicht kommt dann Österreich auch zu einer Bildungsreform. Ne? Ja, von allen Tieren, die aus dem Wasser kommen, ist uns ja der Pinguin das liebste Tier. Ja. Hat er schon mal Pinguin-Sushi gemacht? Nicht Sushi, aber gebraten. Pinguin gebraten? Ja. Und wie schmeckt es? Sehr fettreich, sehr aromatisch. Ja. Kann ich, also ich kann verstehen, dass Euer Majestät ja ein Faible für Pinguin hat. Ja. Nein, das war keine Anspielung. Rein auf den Geschmack bezogen. Das war auch keine Anspielung. Okay, gut. Kennt er sich mit österreichischer Küche aus? Wir brauchen einen neuen Leibkoch. Ja, ja, er kennt sie, er isst sie gerne und er würde sie dann auch zubereiten für uns. Seifenstein, das werden wir gleich überprüfen müssen. Wünschen Majestät einen Test. Na, selbstverständlich, Seifenstein. Befehl, Majestät, vorwärts, Biedermeier. Jetzt haben wir ja die Besonderheit, dass in Deutschland und in Österreich manche Lebensmittel einen anderen Namen haben. Gell? Ja. Kennt er sich da aus? Leidlich. Ja. Also die Zwetschge heißt bei ihm? Pflaume. Ah, sehr gut. Ha? Ja. Und das? In Deutschland Paprika. In Österreich Paprika. Schau. Okay. Läuft. Was ist das? Zwiebel. In Österreich serbische Mango. Hey. Da sagt ja jeder Internist, eine rohe Zwiebel pro Tag ist die beste Prophylaxe gegen Darmkrebs. Euer Majestät kennt sich auch noch medizinisch aus. Ich ja, bin, das Problem ist nur, dass dann die ganzen anderen Organe im Arsch sind. Okay. Gut. Weiß er, was er jetzt zuzubereiten hat? Hm? Kann er das schon antizipieren? Was wird das werden? Das wird wahrscheinlich ein... Eine Art Brotzeit wahrscheinlich, denke ich mal. Was haben wir denn hier? Mhm. Mhm, Frischkäse, okay. Ja, es wird so ein würziger Frischkäse-Dip mit ein paar Paprikawürfeln, könnte ich mir vorstellen. Nein, das ist das Sushi des Österreichers. Ah, okay. Liebdauer. Ja, verstehe. Soll ich zubereiten oder? Er soll das jetzt zubereiten. Soll auf die Plätze, fertig, Feuer, los. Gut. So, also wenn es ein Sushi sein soll. Vormärz kocht mit ihm um die Wette. Vormärz, vorwärts. Okay. So. Ja. Oh. Euer Majestät, die Messer lassen zu wünschen übrig. Ja, wir sind vorsichtig geworden. Okay. So, upsala. So, kapern. Ja. Wie heißen kapern denn in Österreich? Kapern. Okay. Wenn kapern, 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 kapern. Und wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, Fliegen hinter Fliegen. Das haben wir jetzt nicht verstanden. Hey, war zu schnell. Kocht in seiner Sendung selber? Ja, meistens ja. Wirklich? Ja, wirklich. Ja. Braucht er viel Sendezeit, gell? Nur bei österreichischen Gerichten. So. Sind die komplizierter als die Deutschen? Na, ich glaube sogar, sie ist besser. Also ich bin ein großer Fan der österreichischen Küche, Euer Majestät. Merkt man gar nicht. Abwarten, bis es schmeckt. Ist ein wenig Olivenöl am Start. Alles klar. Ah, ist es schon fertig? In meinen Augen, ja, würde ich Ihnen empfehlen. Ich würde einen Hauch Olivenöl... Ja, dann wollen wir das gleich kosten. Seifenstein? Ja. Majestät? Wir wollen das kosten. Ja. Majestät, ich mache mir nicht so viel aus Sushi. Wir haben gesagt, wir wollen das kosten, sei verstanden. Zu Befehl, Majestät, Biedermeier. Also. Ah, ach so. Und, sei verstanden, wie schmeckt's? Etwas exotisch. Zu wenig Paprika. Aber für den Deutschen gar nicht schlecht, Meister. Ja.
Jetzt zeigen wir ihm, wie wir in Österreich traditionell den Liebtauer zubereiten. Mhm. Vorwärts. Ah, okay. Einfach aus dem Plastikbecher herausnehmen. Ja. Ich habe verstanden. Ja? Bei uns kommt doch die Milch aus dem Backel, nicht aus der Kuh. Oh, okay. Da seid ihr Deutschen noch ein bisschen hinten nach wahrscheinlich. Ja? Ich dachte, das wäre andersrum. Ah. Man muss noch sehr viel lernen. Ja, ja. Vielleicht sollte er noch ein bisschen Lotto spielen, oder? Ja, vielleicht. Na? Dann kann er sich auch so ein Gewand so was? Leisten. Das kann man sich nicht leisten. Na. Von Gottes Gnaden, ne? Nein. Nicht von RTL oder Vox oder ja. ZDF oder ARD. Ne? Also, ja. Es hat uns sehr gefreut, dass er da war. Sehr gefreut. Ja. Er darf sich zurückziehen, ja. Aber er muss auch einmal ein bisschen brav sein. Okay? Ja. Wird er sein. Danke schön. Ja, da war eine Lust, gell?